Und auch noch ein Punkt, der mir wichtig erscheint, den ich aufgreifen darf aus Ihrer Rede, das muss man auch einmal ganz deutlich sagen. Die Grüne Partei ist eine totalitäre, sehr dogmatische, extrem dogmatische Pseudo-Religion. Und was Sie vorhin gesagt haben mit der Unfreiheit, die bestimmen, was man darf, was man sagen darf, was gepflanzt werden darf, was gegessen werden darf. Also das macht mir manchmal Angst und Bange, wenn ich sehe, da wird immer kritisiert, die katholische Kirche wäre streng. Wir sind ein liberaler Multikulti-Kindergarten gegen das, was die Grünen an Dogmatik und an Sanktionen haben für jemanden, der gegen ihre Religion verstößt. Allein dieser Quatsch mit der Erderwärmung, als ob wir, wenn wir unser Licht ausschalten und unsere Motoren abstellen, dass wir die Erderwärmung auf 2 Grad runterschalten können. Das ist doch ein Riesenblödsinn. Aber wenn Sie das nicht glauben, sind Sie auch Mensch zweiter Klasse.